Bei mir der Cheftrainer und sportliche Leiter des FC Remscheid, Marcel Heinemann. Marcel, im Winter ein Neuzugang, ein Junge, den du sehr, sehr gut kennst. Wer ist es denn? Ja, genau, das ist der Marcelo Costa Rebello, den ich schon kenne, seitdem er 11 Jahre alt ist. Nämlich bei einer meiner ersten Trainerstationen beim SV Brilon hatte ich ihn dahin geholt. Und als ich dann zum SV Lippstadt gegangen bin, ist er mir da auch gefolgt und hatten da auch 4 sehr erfolgreiche Jahre, bevor er den Schritt dann in die B-Jugend-Bundesliga zum VfL Bochum gemacht hat. Was erhoffst du dir von Marcelo? Marcelo wird unser Offensivspiel ankurbeln, weiter beleben. Wir haben dadurch mehr Flexibilität. Er ist ein technisch versierter Spieler. Ich will von ihm sehen, dass er unsere Offensivspieler in Szene setzt, dass er gut gegen den Ball natürlich auch arbeitet und mit seiner Technik und mit seinen Pässen dann auch für das Spiel ins letzte Drittel sorgt. Und Marcelo ist auch bei uns. Ja, die ersten Tage beim FC Remscheid. Wie war es bisher für dich? Bisher war es sehr gut. Also natürlich erstmal ein neues Umfeld, aber hat sich ziemlich schnell gelegt, beruhigt, gute Mannschaftskameraden, bin relativ schnell reingekommen in den Trainingseinheiten, als auch schon in den vergangenen 2 Spielen. Von daher denke ich, dass die Spiele auch sehr gut waren und ich denke, ich bin ganz gut angekommen und es kann gerne so weitergehen. Du bist ja aus der Regionalliga vom SV Lippstadt hier zum FC Remscheid gekommen. Was hat sich dazu bewogen? Genau, ich war davor beim SV Lippstadt, habe da nicht so die Spielpraxis bekommen wie erhofft, was aber in meinen jungen Jahren, denke ich, für meine Entwicklung sehr, sehr wichtig ist. Mit Marcel war der Kontakt nie so wirklich abgebrochen, der war immer da und dann haben wir eine gute Lösung gefunden und jetzt bin ich hier und bin froh, wieder unter Marcel spielen zu können, der mich auch als Spieler, aber auch als Typ sehr gut kennt und ich denke, das ist für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall die beste Option war. Was für Erwartungen hast du selber an dich und auch an die Mannschaft? Was sollst du noch diese Saison oder was willst du in den kommenden Jahren hier in Remscheid erreichen? Für mich selber, dass ich auf Spielpraxis komme, dass ich mich weiterentwickeln kann, ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich meinen Beitrag einfach dazu leisten kann, um erfolgreich zu sein. Und als Mannschaft einfach, dass wir eine super Rückrunde erstmal spielen dieses Jahr, dass wir einfach Gas geben und über der mittleren Tabellenhälfte eventuell stehen können, einfach Gas geben, Leistung bringen, Woche für Woche und dass wir einfach immer da sind, vom Kopf her, aber auch immer, wenn es drauf ankommt, sonntags auf dem Platz. Marcelo, vielen Dank für dieses Gespräch. Also, das ist der Winterneuzugang beim FC Remscheid.